Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Millimack Level 117 hier im Grauen Gebirge. Und zwar sind wir in dieser Stadt namens, wie heißt das hier nochmal, Skarhald. Und wir sollen hier einerseits mit Durin reden, dem Sohn von Thorin dem Dritten, für den Epos. Und wir sollen die Zwerge von Uris Expedition finden. Ich muss kurz gucken, haben wir noch andere Sachen? Verlorenes Wissen, verlorenes Wissen, verlorenes Wissen. Okay. Verlorenes Wissen. Sehr schön. Ansonsten, ja, schwarzes Buch von Mordor. Verlorenes Wissen überall in Mordor. Ja, wir haben sonst nichts weiter mehr. Dann reden wir doch mal mit Durin. Dort sind die Zelruka. Und einige Langbärte haben es auch hierher geschafft. Wir haben die Zelruka gefunden, Millimack. Scheinbar haben auch einige Langbärte aus dem einsamen Berg ihren Weg nach Skarhald gefunden. Ob sie wohl die Erlaubnis meines Vaters eingeholt haben oder haben sie sich einfach über seine Anweisung hinweggesetzt? Ein kleiner Teil von mir bedauert, dass das nötig war, aber ich sah keine andere Möglichkeit. Er wird das sicher verstehen, wenn ich mit Ruhm und Ehre heimkehre. Ich werde die Trophäe, die wir in den Tälern gesammelt haben, den Zelruka übergeben, als Zeichen der Freundschaft. Sie werden erkennen, dass wir dieselben Ziele haben und zusammenarbeiten sollten, wenn wir hier etwas aufbauen wollen. Das ist doch ein guter Plan, oder? Ja, das ist ein guter Plan. Okay, wir können uns jetzt hier so eine Hose aussuchen. Wir nehmen die hier, weil die ist bestimmt eine leichte, genau. Und die anderen beiden sind schwer. Bortus Frostblut ist sicher nahe der Festungsspitze. Genau wie Sturmmauer war auch diese Festung hier über Jahrhunderte verlassen. Einst erhob sie sich entlang des Berges, aber der Zahn der Zeit und der Angriff der Drachen haben ihre Spuren hinterlassen. Doch genau wie mein Volk ist auch die Festung nicht klein zu kriegen, ganz gleich, was sie alles erdulden muss. Bortus Frostblut ist sicher nahe der Festungsspitze, Millimack. Stellt euch ihm vor und sagt ihm, dass wir ihm hier in Skarhald zu Diensten stehen. Als Freunde und Verbündete können sich die Langbärte und die Zelruka gegenseitig helfen und wir werden den Berge nur für uns erobern können, wenn wir zusammenarbeiten. Wir müssen die Streitigkeiten der Vergangenheit hinter uns lassen. Sprecht mit Bortus Frostblut in Skarhald. Okay, so, hier vorne sind aber, also ich glaube, hier waren eine ganze Menge Ringe. Wir wollen hier einfach mal, ja, alles in Skarhald annehmen, was für den Solo-Spieler ist. Ihr, Kizinek. Sucht im Wald nach dem Zauberer. Wir sind Zelruka. Wir sind Narod. Wir passen auf uns auf. Sollen ihm sieben gegen Funken eintauschbares Handwerk bringen. Also eine Handwerksquest oder wie? Das ist eine wiederholbare Aufgabe. Ne, die nehme ich erstmal nicht. Will jetzt hier nicht handwerkeln. Dori, Bofur, Dori. Noch ein Durin. Guck mal, hier steht Durin und hier steht Durin. Na, das ist aber nicht so besonders clever gemacht. Na schön, wir gehen mal weiter nach oben. Ich meine, da waren, wir sehen es ja schon auf der Map, da sind auch noch mehr Aufgaben gewesen. Und ganz oben, da ist wahrscheinlich die, ja, also so ein Saal, da konnte ich, glaube ich, beim letzten Mal, weiß ich gar nicht, konnte ich da rein? Ich glaube nicht. Da wird wahrscheinlich der Typ sein, den wir suchen. Borins Geschichte. Ich liebe den Klang der Zwergenhämmer. Sucht nach Spuren von Borins Kampf gegen Etterfang. Durchsucht alte Truhen. Bergfälle, sammelt Hirschfälle. Nicht wirklich. Ihr sammelt da. Vermessungsausrüstung und sammelt Expeditionsvorräte. Ist bestimmt hier im Ort. Es gibt untersucht das Pergament. Ihr da. Siebt im Graufluss, im Wallfluss und im Heidefluss. Okay, das machen wir alles. Aber erst steigen wir weiter hinauf. Expeditionsvorräte. Ich habe mir doch gedacht, dass die Dinger hier einfach so rumliegen. Werde ich mal hier überall in den Nischen mal so einen Abstecher machen. Vermessungsausrüstung.
und sammelt das mal ein und wir sehen uns dann spätestens, wenn wir oben an der Spitze sind, um mit dem Typen zu reden. So, hier steht noch einer. Patrouilliert Aussichtspunkte in Skarhalt. 8 Stück. Okay, ich habe inzwischen ein paar mehr Expeditionskisten und Vermessungskrempel eingesammelt, aber komplett habe ich das noch nicht. Mal gucken. Ist ein guter Aussichtspunkt zum Patrouillieren. Dann gucken wir doch mal. Ja, ich glaube, hier war ich beim letzten Mal noch nicht. Da war ich zwar schon einmal ganz oben, aber hier hinten war ich, glaube ich, nicht. Geht's hier noch weiter? Nö. Dann gehen wir mal da hoch. Ich bin jetzt, glaube ich, aber gerade von dort gekommen. Jetzt gehen wir mal hier hoch. So, ich habe immer noch nicht alle Truhen. Davon habe ich erst 6. Ich habe immer noch nicht alle Punkte. Da fehlen mir auch noch 3. Vermessungszeug und Expeditionskram. Von dem einen fehlt mir noch 1, von dem anderen fehlen mir noch 3. Aber hier ist schon mal Brutus Frostblut. Dieser Durin ist jung und ungestüm. Ich kenne seine Art. Oh, ihr seid es. Ich habe gehört, der Sohn Thorins sei mit Drachenzähnen, brennenden Schuppen, Brutlingsflügeln und Wurmhäuten nach Skarhalt gekommen. Als ob mir das irgendwas beweisen würde. Hat er die Kreaturen bezwungen oder wart ihr das, Melimak? Ja, ich war das. Er ist jung und ungestüm. Ich kenne seine Art. Sohn eines Königs, träumt von Ruhm und Ehre, kann sie aber niemals erreichen. Er ist schwach. Das Leben hier ist hart und grausam. Und er hätte hier alleine sicher nicht lange überlebt. Brutus schnauft und setzt seine Schimpftirade mit Genuss fort. Durin, allein dieser Name zeugt von der Arroganz der Langbärte. Thorin ist ein Narr, sich so hohe Ziele zu stecken. Aber ihr habt anderes, Millimak. Daher weiß ich, dass euch in Skarhalt ohne Vorbehalte willkommen. Heiße ich euch willkommen. Macht es euch bequem und lernt meine Hauptleute kennen. Haltet in den oberen Stockwerken von Skarhalt und dem Bergfried nach Inek, Kopat und Dobgroth Ausschau. Findet Dobgroth am Aussichtspunkt am oberen östlichen Bogen, findet Inek am 3 Steinen bei der Belagerungsverteidigung, findet Koppert bei Sarazar, der Festung von Skarhalt, sprecht mit diesen 3, ja. Okay, Dann werden wir mal weiter hier hochkraxeln, weil, wie gesagt, ich habe ja noch nicht alles gefunden, was ich hätte finden können, aber ich sehe schon, da hier ist... steht schon mal einer. Inek der Dreiste. Da vorne steht aber auch einer. Vielleicht darf ich ja jetzt mal rein. Ich glaube, beim letzten Mal war ich nicht drin, aber ich guck mal kurz vorher hier draußen, ob hier nicht vielleicht noch irgendwie was rumliegt. Diese Kisten oder die Truhen, die sind ziemlich schwer zu sehen. Die fangen immer erst an zu funkeln oder der Titel steht erst da, wenn man recht knapp davor ist. Und ich bin tatsächlich, auch schon in ein Loch gefallen, aus dem ich mich leider nur noch raus teleportieren konnte. Ich konnte da nicht mehr rauslaufen. So, wir sind jetzt drin in der Festung von Sarazar. Und hier steht Kopat. Kopat hilft den anderen Handwerksstätten im Bergfried aufzubauen. Es ist viele hundert Jahre her, dass Zwerge an diesem Ort lebten. Aber die Zeichen der vorherigen Bewohner sind zu sehen, wenn man weiß, wo man danach suchen muss. Die Langbärte nannten diesen Ort Sarazar. Sie lagerten in der Festung das Metall, das sie so sehr schätzten, und die Ausrüstung, die zu seinem Schutz nötig war. Mein Volk gab der Festung den Namen Brugrat. Allerdings wollten die Zelruka nicht lange hier bleiben, denn sie hatten größere und reichere Städte im Blick. Die Festung war ein nützlicher, aber auch gefährlicher Außenposten. Viele Zelruka brachen von Brugrat auf, um das sagenhafte Tafagatol zu finden. Die zurückkehrten, brachten allerdings nur Enttäuschung mit. Eines Tages erwarteten sie dann nur noch diese Ruine. Niemand weiß, wie lange die Zwerge gegen die Drachen gekämpft haben, aber am Ende nannte niemand die Festung mehr Brugrat. Die Ruinen haben jetzt nur noch einen Namen in der Westron-Sprache, was jeder wahre Zelruka-Gelehrte bedauert.
denn er weiß, was verloren ging, als der Name zu Skarhald wurde. So, so. Okay, hier könnte ich auch kochen, aber ich habe schon lange keine Felder mehr irgendwo gesehen. Oder sind das hier welche? Nee. Okay, mal gucken, was da oben noch so ist. Vielleicht liegt ja auch hier noch irgendwelches Expeditionszeug rum. Eine Leiter. Ingor, Sohn des Wekun, Prinz der Zelruka. Ne. Und dann nehmen wir nochmal die Leiter nach oben. Hier ist übrigens noch ein Durin, ist jetzt schon der dritte hier. Ihr habt nicht die passende Aufgabe. Aha, okay, dann steht da oben also niemand, den wir sprechen müssen. So, der andere war, wie gesagt, draußen genau gegenüber. Beim Patrouillieren an den Aussichtspunkten, da habe ich einmal einen Baby-Eisdrachen getroffen, einmal zwei. Und der letzte, der war gleich hier um die Ecke. Da kam jetzt ein großer Eisdrache. Ich habe aber jedes Mal ja, die Hobbit-Zehen eingekniffen und bin abgehauen. Da drüben war das. Da kam ein großer Eisdrache raus. Hatte ich jetzt aber keine Lust, dagegen zu kämpfen. So, jetzt gehen wir noch zu dem Typen. Ah. Enik beugt Belagerungsverteidigung missbilligend. Seid ihr hier, um euch umzusehen oder um uns zu helfen? Ja, ich erinnere mich noch. Ihr und euer Gefährte habt mit Brutus gesprochen, bevor wir das Graue Gebirge erreicht haben. Was könnt ihr mir über diesen Durin sagen? Er wollte verhindern, dass wir durch das Talland marschieren, aber als Brutus sich nicht um seine Warnung scherte, unternahm er nichts. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Sein Vater muss sehr enttäuscht von ihm sein. Ich bin stolz darauf, ein Zelruka zu sein, denn wir lassen unseren Worten auch Taten folgen. Sollen die Zwerge doch diskutieren, bis sie Knoten in den Bärten haben. In der Zwischenzeit nehmen sich die Zelruka, was sie wollen. Ich will euch nicht anlügen. Manchmal führt diese Einstellung auch zu Hass, ach nee, auf die Zelruka. Das ist Brutus durchaus bewusst. Daher hat er mich beauftragt, die Verteidigungsanlagen der Festung zu inspizieren. Leider muss ich feststellen, dass das alles hier nicht ausreichend ist. Es werden einige Anstrengungen nötig sein, wenn wir die Ausrüstung kriegsbereit machen wollen. So, so, es bleibt noch einer. Durchsucht alte Truhen. Ja, hier muss aber irgendwo noch eine Truhe sein. Wie gesagt, na, man sieht die echt ultra schwer. Gut, dann gucke ich mich mal hier weiter um, ob ich hier noch irgendwas finde. Wie gesagt, Expeditionskrempel brauche ich ja auch noch. Und zwei Aussichtspunkte fehlen mir auch noch. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den dritten im Bunde getroffen haben. Und hier ist er auch schon, der dritte. Ach nee, nicht die wieder. Steht an die Kante offenbar. Kann ich nicht lesen. Der hat ja hier schon wieder irgendwie gestört. Offenbar unbeeindruckt von der Höhe. Das ist wie beim letzten Mal. Als ich hierher kam, war eben auch einer der Aussichtspunkte. Da kamen dann diese beiden Drachen runter. Könntest du mir ruhig mal helfen. So. Passt auf, wo ihr hintretet. Es ist ein weiter Weg zum Tal. Und wenn ihr nicht vorsichtig seid, landet ihr schneller dort unten, als euch lieb ist. Nur wenige sind so sicher im Gelände wie Dobrok. Das Land, aus dem mein Volk stammt, liegt weit im Osten, jenseits dieser und vieler weiterer Berge.
Dort müssten wir viele Mühen erdulden, sodass die Zerrucker nur selten lächeln und Fremden gegenüber misstrauisch sind. Das Leben dort hat uns aber auch hart gemacht und wir schützten das, was uns wichtig ist. Wenn ich sage, wir kamen aus dem Osten, dann ist das wahr. Aber dort ist nicht die Heimat, nach der wir schon so viele Jahrhunderte suchen. Wie viele Könige der Zerrucker haben in diesem Berg hier nach einer Heimat gesucht? Wie viele werden uns auf diesem Weg noch folgen? Dobrok weiß es nicht. Sprecht mit Durin. Ja, mit welchem von den vielen? Es sind ja wie gesagt drei. Offenbar hatten wir auch die Aufgabe, die Überreste von Gerarik zu finden. Wir finden hier einen Zwerg, der heißt, wie heißt der? Oruk? Oruk, ja genau. Mit dem sollen wir jetzt mal reden. Machen wir. Wir sind Zwerge und gehören zum Volk. Sammelt Fleisch von den Tieren der Irid Misrim und sammelt herabgefallene Zweige vom Dornholz. Okay. Suchen auch immer noch Truhen und den ganzen anderen Kram. Häufig sind die Truhen bei den Skeletten von den Drachen, hatte ich den Eindruck. Also da kam auf jeden Fall recht häufig welche vor. Aber hier scheint keine zu sein. Ich glaube, hier oben war ich überhaupt noch nie. Das ist so riesig, ist unglaublich. Ah. Klick, klack. Okay, hier ist ein Vermesser. Dem müssen wir seinen Kram wiedergeben. Bitteschön. Und wir sollen ja auch noch Aussichtspunkte patrouillieren. Und das ist einer, wa? Aber ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Durchsucht Truhen. Zeigt der mir auch noch was an? Wie gesagt, ich war hier ja noch nicht. Ah, da hinten die Brücke. Da scheint auch irgendwie ein Drachenskelett in den Drähten zu hängen oder so. Echt cool. So, ich habe auch die letzte Truhe gefunden. Jetzt müssen wir, wie gesagt, den Expeditionskram zu den... den Vermesserkram zu den Vermessern zurückbringen und die Expeditionsbündel in die leeren Bündel stopfen. Außerdem sollen wir mal mit Runi reden und mit Durin. Ist halt nur die Frage, welcher von den vielen Durins. So, offenbar müssen wir mit dem Durin hier drinnen reden. Vielleicht dürfen wir jetzt mal nach oben mal gucken. Ich habe unsere Trophäen Botus Frostblut gebracht. Er schien sehr beeindruckt. Klar. Ich habe die Trophäen, die wir gesammelt haben, zu Botus Frostblut, an Botus Frostblut übergeben. Er schien von unserem Mut beeindruckt zu sein, Millimak. Er möchte, dass ich sämtliche Vorräte hier in der Festung erfasse und ich habe zugestimmt. Solche Arbeit ist eigentlich nichts für jemanden meines Standes, aber mir ist bewusst, dass sie nötig ist. Außerdem möchte ich die Zusammenarbeit zwischen den Langbärten und den Zerrucker hier im Skarhalt fördern. Das wird sich auf lange Sicht auszahlen, da bin ich mir sicher. Moment, habt ihr das gehört? Irgendwas ist da draußen los. Wir sollten uns das einmal ansehen. Verlasst die Festung Skarhalt und findet heraus, was draußen vorgefallen ist. Darf ich hier immer noch nicht rauf? Ne, darf ich immer noch nicht. Oh. Na gut, gucken wir mal, was da draußen ist. Zoff wahrscheinlich. Oder ein Drache. Oder auch nichts. Ah doch, da stehen welche. Wutro. Eine Gruppe Zwerge steht um einen verwundeten Zerrucker-Krieger herum. Wutro der Westwind. Er muss mich gesehen haben. Ich dachte, niemand hätte mich beobachtet. Aber er muss mich gesehen haben. Die Klingen wirbelten schneller, als ich es erwartet hatte. Der Speer hält sich in die Seite. Eine scharfe Waffe hat dort seine Rüstung durchdrungen. Einer der Zwerge, die um ihn herumstehen, fragt, wer ihm das angetan hat. Als Antwort verzieht er nur vor Schmerz das Gesicht. War es mit der schrecklichen Maske der Taraska. Weinende Krieger? Er hielt mir ein Messer an die Kehle und gab mir eine Nachricht mit auf den Weg. Wutro schließt die Augen vor Schmerz. Karaskar will mit
Botus sprechen. Sprecht mit Botus Frostblut im oberen Stockwerk von Skarhalt. Wie, nicht hier? Doch. Wir kennen den weinenden Krieger. Selbst in den fernen Landen, aus denen wir stammen. Wutro war einer unserer besten Speer. Er konnte sogar den Westwind abhängen. Der arme Kerl. Diese Wunde wird ihn sicher eine Weile von der Wildnis fernhalten. Und ein Speer, der nicht in die Wildnis kann, ist für mich und mein Volk ohne Wert. Na toll. Wir haben vom weinenden Krieger gehört, Millimag. Schon in unseren weit entfernten Heimat. Seine Grausamkeit sucht ihresgleichen. Er hat schon seit langem Pläne für den Norden und hat bei ihren Umsetzungen sowohl den Langbärten als auch den Zerrokascho Probleme gemacht. Dennoch fürchte ich ihn nicht. Ein kleiner Trupp meiner besten Krieger wird mich begleiten. Einerseits als Vorsichtsmaßnahme, andererseits als Zeichen unserer Stärke. Vielleicht beschließt Karasgaya, dass er die Zerruka in den Bergen hier nicht bekämpfen muss und lässt uns in Ruhe. Ich möchte euch bitten, mich zu begleiten, Millimag. Euer Freund Durin muss allerdings hierbleiben. Ich habe ihm eine Aufgabe übertragen, die seinen Fähigkeiten angemessen ist. Außerdem wird dieses Treffen zu gefährlich für einen unerfahrenen Königssohn sein. Sprecht mit Botus Frostblust und schließt euch in der Suche nach Karaska an. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Denn an dieser Stelle ist diese Folge für heute wieder zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.